Tayo. Er ist 25 Jahre alt und lebt im nordafrikanischen Marokko. Tayo ist arbeitslos. Deshalb geht es ihm und seiner Familie finanziell nicht gut. Aufgrund mangelnder Ausbildung findet er keine andere Arbeit als im informellen Sektor. Damit wird er zu den über 50% der arbeitenden Bevölkerung gehören, die in vielen Entwicklungsländern im informellen Sektor arbeiten. Aber was ist das überhaupt? Der informelle Sektor ist ein Teil des Arbeitsmarktes, der nicht staatlich registriert und kontrolliert wird. Das heißt, er erhält vom Staat keine Unterstützung. Deswegen hat Tayo nicht die üblichen Arbeitnehmerrechte, da er als Privatperson tätig ist und keinen Arbeitsvertrag besitzt. Er hat keinen Anspruch auf Mindestlohn und ist in einem Krankheitsfall finanziell nicht abgesichert. Sein Lohn ist sehr gering und die Arbeitsbedingungen extrem schlecht. Dennoch akzeptiert Tayo diese Umstände und wird Müllsammler. Als Müllsammler sucht er auf Müllhalden nach wertvollen Rohstoffen, die er dann verkauft. In Entwicklungsländern ist das mit dem Straßenverkäufer und dem Lastenträger ein typischer Beruf. In Deutschland zählt man Hausfrauen und Kioskbesitzer dazu. Generell gehören die Berufe im informellen Sektor nicht zur Schwarzarbeit, sondern zum legalen Teil der Schattenwirtschaft. Zur Schattenwirtschaft gehören alle wirtschaftlichen Aktivitäten, aus denen zwar legal Einkommen erzielt, aber nicht versteuert werden. Der informelle Sektor hat drastische Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes, da die Einkommen, wie zum Beispiel das Geld, das Tayo durch das Müllsammeln verdient, nicht versteuert werden. Dadurch bringt dieser Sektor kein Geld für den Staat ein. In Entwicklungsländern, wie zum Beispiel Marokko, wirkt sich das fehlende Steuergeld negativ auf die Konsummöglichkeiten der Bevölkerung aus. Es können zum Beispiel Straßenreparaturen nicht vorgenommen und keine Bildungseinrichtungen geschaffen werden. Vor allem Tayos Kinder leiden unter der bestehenden Armut, da sie vom Bildungs- und Gesundheitssystem ausgeschlossen sind. Das Risiko ist hoch, dass auch sie später im informellen Sektor landen werden. Der einzige Vorteil liegt darin, dass ein System der Grundversorgung geschaffen wird, das das Überleben der wirtschaftlich Ausgegrenzten ermöglicht. Das heißt, dass Tayos Familie sich durch die Armut zwar keine Luxusgüter leisten, aber Tayo sie mit dem Nötigsten versorgen kann. Das ist Tayo. Er ist 25 Jahre alt und lebt im nordafrikanischen Marokko. Tayo ist arbeitslos. Deshalb geht es ihm und seiner Familie finanziell nicht gut. Aufgrund mangelnder Ausbildung findet er keine andere Arbeit als im informellen Sektor. Damit wird er zu den über 50% der arbeitenden Bevölkerung gehören, die in vielen Entwicklungsländern im informellen Sektor arbeiten. Aber was ist das überhaupt? Der informelle Sektor ist ein Teil des Arbeitsmarktes, der nicht staatlich registriert und kontrolliert wird. Das heißt, er erhält vom Staat keine Unterstützung. Deswegen hat Tayo nicht die üblichen Arbeitnehmerrechte, da er als Privatperson tätig ist und keinen Arbeitsvertrag besitzt. Er hat keinen Anspruch auf Mindestlohn
und ist in einem Krankheitsfall finanziell nicht abgesichert. Sein Lohn ist sehr gering und die Arbeitsbedingungen extrem schlecht. Dennoch akzeptiert Tayo diese Umstände und wird Müllsammler. Als Müllsammler sucht er auf Müllhalden nach wertvollen Rohstoffen, die er dann verkauft. In Entwicklungsländern ist das mit dem Straßenverkäufer und dem Lastenträger ein typischer Beruf. In Deutschland zählt man Hausfrauen und Kioskbesitzer dazu. Generell gehören die Berufe im informellen Sektor nicht zur Schwarzarbeit, sondern zum legalen Teil der Schattenwirtschaft. Zur Schattenwirtschaft gehören alle wirtschaftlichen Aktivitäten, aus denen zwar legal Einkommen erzielt, aber nicht versteuert werden. Der informelle Sektor hat drastische Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes. Da die Einkommen, wie zum Beispiel das Geld, das Tayo durch das Müllsammeln verdient, nicht versteuert werden. Dadurch bringt dieser Sektor kein Geld für den Staat ein. In Entwicklungsländern, wie zum Beispiel Marokko, wirkt sich das fehlende Steuergeld negativ auf die Konsummöglichkeiten der Bevölkerung aus. Es können zum Beispiel Straßenreparaturen nicht vorgenommen und keine Bildungseinrichtungen geschaffen werden. Vor allem Tayos Kinder leiden unter der bestehenden Armut, da sie vom Bildungs- und Gesundheitssystem ausgeschlossen sind. Das Risiko ist hoch, dass auch sie später im informellen Sektor landen werden. Der einzige Vorteil liegt darin, dass ein System der Grundversorgung geschaffen wird, das das Überleben der wirtschaftlich Ausgegrenzten ermöglicht. Das heißt, dass Tayos Familie sich durch die Armut zwar keine Luxusgüter leisten, aber Tayo sie mit dem Nötigsten versorgen kann. Das ist Tayo. Er ist 25 Jahre alt und lebt im nordafrikanischen Marokko. Tayo ist arbeitslos. Deshalb geht es ihm und seiner Familie finanziell nicht gut. Aufgrund mangelnder Ausbildung findet er keine andere Arbeit als im informellen Sektor. Damit wird er zu den über 50% der arbeitenden Bevölkerung gehören, die in vielen Entwicklungsländern im informellen Sektor arbeiten. Aber was ist das überhaupt? Der informelle Sektor ist ein Teil des Arbeitsmarktes, der nicht staatlich registriert und kontrolliert wird. Das heißt, er erhält vom Staat keine Unterstützung. Deswegen hat Tayo nicht die üblichen Arbeitnehmerrechte, da er als Privatperson tätig ist und keinen Arbeitsvertrag besitzt. Er hat keinen Anspruch auf Mindestlohn und ist in einem Krankheitsfall finanziell nicht abgesichert. Sein Lohn ist sehr gering und die Arbeitsbedingungen extrem schlecht. Dennoch akzeptiert Tayo diese Umstände und wird Müllsammler. Als Müllsammler sucht er auf Müllhalden nach wertvollen Rohstoffen, die er dann verkauft. In Entwicklungsländern ist das mit dem Straßenverkäufer und dem Lastenträger ein typischer Beruf. In Deutschland zählt man Hausfrauen und Kioskbesitzer dazu. Generell gehören die Berufe im informellen Sektor nicht zur Schwarzarbeit, sondern zum legalen Teil der Schattenwirtschaft. Zur Schattenwirtschaft
gehören alle wirtschaftlichen Aktivitäten, aus denen zwar legal Einkommen erzielt, aber nicht versteuert werden. Der informelle Sektor hat drastische Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes, da die Einkommen, wie zum Beispiel das Geld, das Teil durch das Müllsammeln verdient, nicht versteuert werden. Dadurch bringt dieser Sektor kein Geld für den Staat ein. In Entwicklungsländern, wie zum Beispiel Marokko, wirkt sich das fehlende Steuergeld negativ auf die Konsummöglichkeiten der Bevölkerung aus. Es können zum Beispiel Straßenreparaturen nicht vorgenommen und keine Bildungseinrichtungen geschaffen werden. Vor allem Thais Kinder leiden unter der bestehenden Armut, da sie vom Bildungs- und Gesundheitssystem ausgeschlossen sind. Das Risiko ist hoch, dass auch sie später im informellen Sektor landen werden. Der einzige Vorteil liegt darin, dass ein System der Grundversorgung geschaffen wird, das das Überleben der wirtschaftlich Ausgegrenzten ermöglicht. Das heißt, dass Thais Familie sich durch die Armut zwar keine Luxusgüter leisten, aber Thayo sie mit dem Nötigsten versorgen kann.